Die Töchter der Burg, so der Titel des Stücks der Festspiele auf der Jakobsburg in Mordka in diesem Jahr. Am vergangenen Freitag hatten sie begonnen. Geboten wird wieder modernes Theater mit wirklich viel Action und Pyrotechnik, eben wie Sie es wahrscheinlich noch nie gesehen haben. Es geht diesmal nicht ums liebe Geld, es geht ums Wasser. Sie gehen auf eine aufregende Reise in die Zukunft mit Liebe, Witz, Spannung und Spaß, mit Pferden, Crossmotorrädern und wild gewordenen Baggern. Es ist eine wunderschöne Geschichte für die ganze Familie. Es gibt auch am kommenden Wochenende vom 26. bis 28. Juli noch einmal drei Vorstellungen. Sie beginnen am Freitag und Samstag jeweils um 19.30 Uhr und am Sonntag um 16 Uhr.